So, hallo liebe Freunde, wieder euer Dr. Huse, immer noch im Haus in der Toskana. Wir haben wieder Touristen hier, es ist wunderschönes Wetter. Wir haben die ganze Geschichte mit Corona jetzt beendet. Wir sind wieder bei der normalen Thematik und da habe ich Ihnen zwei Bilder hier. Ich habe euch versprochen zu erklären bzw. zu erwähnen, warum oder wie man sich das vorstellen kann, dass die Aliens ja aus dem Wasser kommen. Hier habe ich diese zwei Bilder. Das ist eine Zeichnung, die gemacht wurde von den Dogon. Dogon, das ist ein Volk in Afrika, in Mali. Und die sagen ja, dass die Aliens, die haben ja, man hat herausgefunden, ungefähr, glaube ich, im letzten Jahrhundert, dass die ein erstaunliches Wissen haben über die Aliens und auch vor allem über Sirius. Das sehen wir dann hier. Und die sagen, dass die Aliens aus dem Wasser kommen, sprich, dass sie also teilweise im Wasser leben, teilweise an Land oder so, und haben hier eine Zeichnung gemacht, wie die ausschauen sollen. Das ist vermutlich eher als eine Art symbolische Zeichnung zu betrachten. Ich weiß nicht, die wurde vielleicht zeitweilig verändert. Sie stellen das als eine Art Fisch dar, aber das ist wohl, wie gesagt, so etwas symbolisch zu betrachten. Um zu zeigen, dass diese Wesen eben eigentlich aus dem Wasser kommen. Wie man sich das genau dann vorstellen kann, zeige ich Ihnen beim nächsten Mal anhand einiger Bilder. Da haben wir noch das Phänomen mit Sirius, das habe ich schon mal erwähnt. Das ist eine Zeichnung, die Sie ebenfalls gemacht haben in den Sand und zeigt eigentlich Sirius B, das um Sirius A kreist. Jetzt Sirius B ist ein weißer Zwerg und der ist ungefähr so groß wie die Erde und die Sirius selber ist aber größer als die Sonne. Also von Aug ist Sirius B überhaupt nicht sichtbar. Jetzt kann man sich fragen, wie waren die überhaupt in der Lage von Sirius B zu wissen. Jetzt wird behauptet, dass die das von den Aliens wissen. Die Wahrscheinlichkeit liegt aber da, dass das übermitteltes Wissen, das letzten Endes von den Ägyptern kam. Aber das spielt keine Rolle. Hier haben sie eigentlich einen Aliens in ihrer Art und Weise dargestellt, der ein Wassertier ist. Das nächste Mal werde ich Ihnen, wie gesagt, etwas zeigen, wie man sich das Aussehen wirklich vorstellen kann oder was berichtet wurde. Nun wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf bald.